Wenn du YouTuber bist, dann musst du dich natürlich auch mit dem Thema Steuern beschäftigen. Welche Steuerarten du genau im Blick haben solltest und welche du auch am Ende zahlen musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du Content Creator bist und dich beim YouTube Partnerprogramm angemeldet hast und so auch Geld von YouTube bekommst, musst du dich auf jeden Fall einmal mit dem ganzen Thema Steuern beschäftigen. Und es gibt insgesamt 3 Steuerarten, die für dich als Selbstständiger in Deutschland Relevanz haben. Ich habe zu dem ganzen Thema, welche Steuern du als Selbstständiger zahlen musst, schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Hier an dieser Stelle also nur einmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Es gibt 3 Steuerarten, die du zumindest auf dem Schirm haben solltest. Die erste Steuerart, die du auf jeden Fall im Blick haben solltest, ist die Einkommensteuer. Das ist auch die Steuer, die du in deinen Gehaltsabrechnungen als Abzüge hast. Da steht dann meistens Lohnsteuer auf der Gehaltsabrechnung, aber Lohnsteuer ist genau das gleiche wie die Einkommensteuer. Und du musst auch auf deine selbstständigen Einnahmen als Content Creator Einkommensteuer zahlen. Zumindest, wenn du über 410 Euro pro Jahr Gewinn machst. Wenn du darunter liegst, musst du keine Steuern darauf zahlen. Du kannst allerdings auch all deine betrieblich veranlassten Ausgaben gegenrechnen. Die zweite Steuerart, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, ist die Gewerbesteuer. Du bist als YouTuber Gewerbetreibender und damit auch gewerbesteuerpflichtig. Allerdings gibt es bei der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro pro Jahr. Wenn du gerade erst anfängst, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass du ab dem ersten Jahr tatsächlich auch Gewerbesteuer zahlen musst, aber du solltest diese Steuerart zumindest auf dem Schirm haben. Die dritte Steuerart, die du kennen solltest, ist die Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer, speziell für YouTuber, gibt es ein paar Besonderheiten, auf die gehe ich gleich nochmal vertiefend ein, aber hier jetzt erstmal die grundsätzliche Regelung. Du musst Umsatzsteuer abführen und laufende Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Allerdings kannst du auch da eine Vereinfachungsregelung in Anspruch nehmen, und zwar wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz, also nicht Gewinn, sondern Umsatz im Jahr machst, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, die dafür sorgt, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch keine Umsatzsteuer zahlen musst. Wenn du selbstständig bist in Deutschland, musst du auch eine Buchhaltung machen. Das bedeutet für dich als Einzelunternehmen in der Regel eine Einnahmenüberschussrechnung. Wie das genau funktioniert, auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir einmal oben rechts. An dieser Stelle nur ganz wichtig, du rechnest alle Umsätze, also Betriebseinnahmen eines Jahres zusammen und hast dann eine große Position Umsätze. Und dann kannst du alle Kosten gegenrechnen, die du hast, um diese Umsätze zu erzielen. Das heißt, all das, was du brauchst, um deine Videos zu produzieren oder dein Unternehmen irgendwie weiter auszubauen und zu betreiben. Also ganz konkret beispielsweise Software, ein Greenscreen, die Kulisse, dein Laptop, dein Schreibtisch, aber auch wenn du Geschäftsreisen hast, um zu Events zu gehen, zu anderen Content-Creatern oder Bewirtungskosten mit möglichen Werbepartnern und so weiter. All diese Kosten, die du hast, kannst du von deinen Umsätzen abziehen und das machst du im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung. Und genau mit dieser Rechnung ermittelst du am Ende einen Gewinn. Das heißt, du kannst alle Kosten erstmal abziehen, hast dann den Gewinn und auf diesen Gewinn zahlst du dann die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Bei der Gewinnermittlung und der Berechnung des Umsatzes machen viele Content-Creator aber einen riesengroßen Fehler, der später echt teuer werden kann. Und zwar wird nicht der gesamte Umsatz angegeben. Im Steuergesetz ist nämlich geregelt, dass der Umsatz sowohl in Geld als auch Geldeswert bestehen kann. Das heißt, dein Umsatz besteht nicht nur aus dem Geld, das du von YouTube bekommst oder von Unternehmen für Produktplatzierungen, sondern auch aus Gegenständen oder Dienstleistungen, die dir kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich beispielsweise Reiseblogger bin und es gibt eine Hotelkette in Dubai und die buchen mich dafür, dass ich da mal ein Video drehe zur Hoteleröffnung. Sie laden mich ein, bezahlen mir die Flüge und Hotelübernachtungen für 2 Wochen und bezahlen eigentlich alles außenrum. Und ich darf trotzdem noch eine Rechnung schreiben dafür, dass ich dieses Hotel einmal in einem Video vorstelle. Das heißt, dann bekomme ich einmal Geld. Was ich aber auch bekomme, ist die Reise und 2 Wochen Übernachtungen in diesem Hotel. Hier bekomme ich ja deutlich mehr als einfach nur das Geld, was mir überwiesen wird. Diese Sacheinnahmen, also diese Hotelübernachtungen, die sind zumindest zum großen Teil ja privat. Ich drehe halt einmal ein Video, dafür muss ich aber nicht 14 Tage in diesem Hotel sein und dann muss ich diese Sacheinnahmen tatsächlich wie Umsatz behandeln. Die erhöhen meinen Umsatz und ich muss darauf Steuern bezahlen. Von der Steuerpflicht für Sacheinnahmen gibt es allerdings noch ein paar Ausnahmen. Wichtig ist allerdings, dass du das immer dokumentieren musst und später auch noch Jahre später nachweisen können musst. Das heißt, wenn das Finanzamt in 6 Jahren kommt und eine Betriebsprüfung bei dir durchführt, musst du in der Lage sein, nachzuweisen, dass eine dieser Ausnahmeregelungen in deinem Fall gegriffen hat. Die erste Ausnahmeregelung sind persönliche Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du ein Kooperationsunternehmen hast, dann darf dieses Kooperationsunternehmen dir beispielsweise auch ein Geburtstagsgeschenk machen, bis zu 60 Euro brutto, ohne dass du darauf Steuern zahlen musst. Eine zweite Ausnahme sind sogenannte Steuerartikel. Alle Artikel bis 10 Euro, die musst du nicht versteuern. Das sind in der Regel so Kugelschreiber, Blöcke und so weiter. Da lohnt sich ehrlich
ehrlicherweise in der Regel auch die Arbeit gar nicht. Eine dritte Ausnahme ist, wenn du nachweisen kannst, dass du diesen Gegenstand oder die Dienstleistung nur bekommen hast, um dein Content zu erstellen und anschließend den Gegenstand zurückgeschickt hast oder aber vernichtet hast. Wenn du beispielsweise von einem Online-Shop für Technikzubehör einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen hast, damit du ein Review auf deinem YouTube-Kanal drehen kannst und anschließend den Laptop zurückschickst, dann musst du natürlich den Laptop nicht versteuern, weil du hast ihn am Ende ja auch nicht privat behalten können. Wenn du ihn anschließend vernichtest, warum auch immer, und das dokumentiert hast, dann musst du ihn auch nicht versteuern. Die vierte Ausnahme sollte für dich sehr interessant sein, weil damit kannst du sehr, sehr viele Sacheinnahmen komplett steuerfrei empfangen. Und zwar kann der Auftraggeber, also das schenkende Unternehmen, die pauschale Versteuerung für dieses Geschenk übernehmen. Das heißt, dieses Unternehmen kann einfach pauschal schon mal Steuern darauf zahlen und das führt dann dazu, dass bei dir diese Sacheinnahmen steuerfrei sind. In diesen Fällen ist allerdings wichtig, dass das Unternehmen dir einen Nachweis zukommen lässt, auf dem dokumentiert ist, dass sie wirklich die pauschale Versteuerung dieser Sacheinnahme übernommen hat. Nur mit diesem Nachweis ist die Sacheinnahme dann für dich auch steuerfrei. YouTuber haben aber noch so ein anderes Problem mit der Umsatzsteuer und dieses Problem kann unter Umständen auch echt teuer werden. Und zwar verdeutliche ich einfach mal das Vertragsverhältnis. Du bist das Unternehmen, das Inhalte erstellt und YouTube ist dein Kunde. YouTube nimmt diese Inhalte, vermarktet sie und bezahlt dich dafür, dass YouTube diese Inhalte nutzen kann. Ich weiß, vom Machtverhältnis fühlt sich das nicht immer so an, dass du das Unternehmen bist und YouTube dein Kunde ist, aber vertraglich ist das genau so. Und euer Vertragsverhältnis ist eine Art Dienstleistungsvertrag oder nach Umsatzsteuerrecht eine sonstige Leistung. Und YouTube hat seinen Firmensitz nicht in Deutschland. YouTube hat seinen Europasitz in Irland. Das heißt, du führst eine Dienstleistung aus für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land. Und da sprechen wir von Reverse Charge Umsätzen. Was das Reverse Charge Prinzip ist, das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber natürlich habe ich dazu auch ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir oben rechts einmal. Wichtig an dieser Stelle für dich ist nur, dass diese Umsätze in Deutschland nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Du musst keine Umsatzsteuer abführen auf das Geld, was dir YouTube überweist. Allerdings gilt das nur, wenn du eine ordnungsgemäße Rechnung hast. Also eine nach deutschem Recht gültige, korrekte Rechnung. Sonst musst du Umsatzsteuer abführen. Und das Problem ist, diese Rechnung bekommst du von YouTube nicht. Ja, du bekommst von YouTube irgendeine Auszahlung und einen Nachweis darüber. Das ist aber keine ordnungsgemäße Rechnung nach deutschem Recht. Und meine praktische Empfehlung für dich ist, dass du mit jeder Auszahlung, die du von YouTube bekommst, in deiner Buchhaltung eine sogenannte Proforma-Rechnung erstellst. Und das ist absolut wichtig. Auf dieser Rechnung muss deine persönliche Umsatzsteueridentifikationsnummer stehen und die Umsatzsteueridentifikationsnummer von YouTube. Die findest du nach ein bisschen googeln, aber ich verlinke dir auch gerne den Ort, wo du sie auf der Webseite finden kannst, einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, mit jeder Auszahlung von YouTube sollst du für deine Buchhaltung eine so eine Proforma-Rechnung erstellen. Warum Proforma-Rechnung? Du musst diese Rechnung nicht ausdrucken, im Briefumschlag packen und dann nach Irland zu YouTube schicken. Das interessiert YouTube nicht. Und ehrlicherweise muss das auch nicht dein Problem sein, wie YouTube die eigene Buchhaltung in Irland macht. Das ist nicht dein Problem. Wichtig für dich ist, dass du in Deutschland eine saubere Buchhaltung hast. Das heißt, du schreibst diese Rechnung nur für dich, die passend ist zu jeder Auszahlung, die du von YouTube bekommst. Und dann hast du die Auszahlung von YouTube, eine ordnungsgemäße Reverse-Charge-Rechnung und dann musst du auf diese Auszahlungen keine Umsatzsteuer zahlen. Diese ganze Problematik und das ganze Verhältnis gilt übrigens auch bei anderen Plattformen, die du als Content Creator unter Umständen nutzt. Zum Beispiel Twitch oder Patreon oder auch Tippystream. Da haben wir überall das gleiche Rechteverhältnis und du musst überall da eine Proforma-Rechnung erstellen, damit du keine Umsatzsteuer abführst. Das heißt, du kannst dich eigentlich schon mal dran gewöhnen. Als Content Creator wirst du relativ viele Rechnungen nur für dich selber schreiben. Es ist allerdings wichtig, dass du das machst. Sonst kann das Finanzamt immer kommen und Umsatzsteuerzahlungen auf diese Geldeingänge fordern. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch kurz auf die ganze Kleinunternehmerregelung eingehen. Mit der Kleinunternehmerregelung verzichtest du darauf, Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben und Umsatzsteuer zu zahlen. Das klingt grundsätzlich erstmal nach einer fantastischen Idee, ist aber in der Praxis, wenn du in erster Linie mit YouTube oder mit Twitch oder mit Patreon oder auch tatsächlich mit dem Amazon Partnernet Geld verdienst, gar nicht so vorteilhaft. Weil du zahlst ja auf deine Umsätze keine Umsatzsteuer, weil die in Deutschland nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Du hast aber bei all deinen Ausgaben trotzdem einen Vorsteuerabzug. Das heißt, wenn du eine neue Kamera kaufst für 5.000 Euro, sind in diesen 5.000 Euro ja 19% Umsatzsteuer enthalten. Und diese 19% Umsatzsteuer kannst du dir von der Steuer wiederholen. Und bei ganz vielen Content-Creatern ist das so, dass die Geldeingänge umsatzsteuerfrei sind, du aber bei den Geldausgängen, also wenn du etwas kaufst, einen Vorsteuerabzug hast. Und das führt in der Regel dazu, dass die Leute, die im weitesten Sinne Content-Creator sind, in der Regel regelmäßig eine Steuererstattung bekommen. Und diese Steuererstattung bekommst du nicht, wenn du Kleinunternehmer bist. Deswegen solltest du dir dringend überlegen, ob die Kleinunternehmerregelung
für dich wirklich sinnvoll ist. Du sparst dadurch zwar ein bisschen Arbeit, aber tatsächlich in der Regel geht dir auch Geld durch die Lappen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und habe in das ganze Thema etwas Licht gebracht. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du all die ganzen Themen, über die ich jetzt in diesem Video gesprochen habe, gerne abgeben möchtest, dann such dir doch Unterstützung. Zum Beispiel so einen Steuerberater. Wir sind spezialisierter Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und du bist als Content Creator selbstständig. Das heißt, das könnte vielleicht ganz gut passen mit dir und uns. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau da unbedingt gerne einmal vorbei. Du kannst natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.